Hallo zu der ersten Liga, die ich betrete. Ich bin aus Versehen nochmal auf Kampf gekommen. Ich bin jetzt gerade ganz frisch in Bronze 3 und bin hier ein bisschen am Rad aus 1, 2, 3, maximal 5 zu zerstören. Ich denke, ich werde bis ungefähr Silber 1 die Ligen zusammenschneiden, dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, ich hätte fast vergessen, eben das auch zu zeigen. Ein Moment. So. Da, ich bin in der ersten Liga. Ich denke, das könnte man schon fast als Nullpokal benennen. Denn, hier gibt's auch keine Gegner sozusagen. Es gibt also unter 200 Pokale ist das sehr empfehlenswert, wenn du Rathaus 10 um Farmen zu gehen. Unglaublich, aber wahr. Was ich dafür Loot gefunden habe. By the way, ich habe die Riesenbombe noch gestartet, denn ich möchte ja die Fallen bis in Meister ungefähr auf einem anständigen Level haben. Ich werde mich bis Kristall hochfarmen und auf Kristall, entweder Kristall 3 oder 2 werde ich mit auf Only Bogies umsteigen, das bis ungefähr Meister 2 durchziehen, also damit ihr die Strategie auch wisst. Und von dort an werde ich eigentlich immer gucken, vielleicht mit Lunin, also ziemlich wahrscheinlich mit Lunin, da ich das eigentlich nicht schlecht beherrsche. Ist schon ein bisschen länger her, aber oh, sollte drin liegen. Wir können uns auch noch ein paar Angriffe angucken. Das war der erste, nachdem ich ein paar Stunden offline war. Denn es ist morgens um 2:30 und ich bin am Boosten. Ja, ich weiß. Unten war es besser zum Boosten, aber was also ich habe auch. Bin auch ein bisschen müde, das sieht man bei diesem Angriff gut, denn ich habe die Mauerbrecher zu weit verteilt. Jumpspell viel zu früh gesetzt, deshalb musste ich noch einen Wutzauber draufsetzen. Ich habe den Truppen ein bisschen Speck gesetzt, vor allem Bogenschützen und Goblins, aber der ging ich trotzdem reingehüpft, also von dem her. Oh, läuft schon ein bisschen. Also meinte auch hätte ich hätte ziemlich viel oder auch alles geholt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jo, also da wir sehen uns eigentlich in Bronze 3 wieder. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen werde, da ich auch schon müde bin, aber ich sollte eigentlich nicht daran scheitern. Ne? Also, bis gleich, Freunde. So, das ging jetzt schneller als erwartet. Ich bin in Ross 2. Es geht wirklich schnell, da ich eigentlich hauptsächlich nur den King setzen muss, meistens ungefähr so wie hier. Setze ich den King rein, kümmert er sich erstmal um die Kanonen und den Bogenschützenturm. Ist leider kein One-Shot, aber man kennt schon was zu ansehen. Ne? Dann zünde ich ihn, ist er bei voller Gesundheit und mit dem Barbaren erledigt er den Rest. Jo, so schaffe ich eigentlich immer 100%. Wenn meistens noch eine Bauhütte am Rand steht, dann nehme ich da einen Bogenschützen. Ich weiß, es ist nicht gerade ey, klug gedacht, denn ich muss ja nichts zahlen für den King, also keine Ressourcen. Außer natürlich zum Upgraden, aber. Ja, nicht so wild. Und es war auch eher kampfbezogen. Nun, nichtsdestotrotz, ich bin Bronze 2 und ja, wir sehen uns in Bronze 1 vor dem ersten großen Aufstieg. Bis dann, Freunde.
Ich bin in Bronze 1 angelangt und es ist wirklich erstaunlich, wie schnell das vorangeht. Also, ich bin wahnsinnig erstaunt. Ich meine, ich habe jetzt vielleicht so 5, 6 Kämpfe gemacht und bin in Bronze 1 angelangt. So, wahrscheinlich unterster oder so. So, also mal zum Vergleich, was haben wir denn hier? Oh, ja, du bist natürlich annähernd so gut wie ich. Jo, ich denke, wir sehen uns bei einem sozusagen beim nächsten wichtigsten Sprung in die Silberliga, also bis Silber 3. Wir sehen uns, Freunde, bis dann.